Logbucheintrag Nummer 2, Captain Kirk Beard. An Bord des Erkundungsschiffes Enterforge. Unser Erkundungsteam wurde während einer technischen Panne oder eines unvorhergesehenen Ereignisses voneinander getrennt. Bis jetzt konnten wir nur die Kommunikation mit unserem Forcer wieder aufnehmen. Dieser erkundet zurzeit die Höhlensysteme, in denen er gelandet ist. So, gut, dann gucken wir mal weiter. Also, wie gesagt, wir sind noch in derselben Aufnahmesession. Oh. New Object. Neutrals. Gut, fängt ja schon mal gut an. Neutrals. Großer Schellfisch. Also, Koralle, glaube ich, war Schellfisch auf Deutsch. Oder sowas ähnliches. Es sieht so aus, als ob diese Kreatur die Luft filtert. Rezeptoren des Schellfisches sind sehr sensitiv für Geruch. Wenn es einen Jäger oder eine unbekannte Kreatur riecht, tut es sofort seine Schale verschließen mit einem lauten Knall. Muskeln des Schellfisches sind so stark, dass es unmöglich ist, seine Schale zu öffnen. Wenn ein Angreifer versucht, die Schale anzugreifen, versucht der Schellfisch ihn zu verscheuchen, indem er extrem mit seinen kleineren Lappen klatscht. Ich hoffe, das war einigermaßen okay. Oh, da kommen zwei gleich. Ich kann von hier aus schießen, oder? Okay. Versuchen wir mal den Pause-Modus. Das hat nicht geklappt, so wie ich es mir gedacht habe. Das auch nicht. Das hat sie voll gegen die Wand gesemmelt. Oh Mann. Na, den einen konnte ich jetzt im Nahkampf umnatzen. Wow. Okay, mein Spacesuit ist fast kaputt. Kann ich mich nochmal zurückziehen? Nein. Okay. Oder? Nein, kann ich nicht. Also ja, ich hätte sie hier wahrscheinlich runterschmeißen müssen. Gut, da ist ein einzelner Gegner noch, der gerade wegschaut. Den kann ich super runterschubsen, wenn ich außer Reichweite bin. Ja. Bis zur Hölle. Das klappt nicht so wie geplant. Okay, dann baller ich ihn einfach mal so über den Haufen. Gut. Update Consumables. Okay. Sternkruste. Ein seltenes Mineral. Teile einer Sternkruste können benutzt werden, um die Spacesuits der Sternhunter zu reparieren. Und ihre Rüstungsschichten wiederherzustellen. Können die das hier nicht eigentlich auch? Repair. Ach, die repairen und die restoren. Okay. Okay.
Zersplitterte Kruste ist ideal für die Wiederherstellung von Verbindungen, die zusätzliche Subsysteme des Spacesuits unterstützen. So, Woundstone. Benutzen, um zu speichern und den Spacesuit zu reparieren. Aktiviere es. Zum Aktivieren müssen alle Zwerge in der Nähe sein. Okay. Woundstone, Runenstein. Ein perfekter Ort, um das Spacesuit zu reparieren. Reparierte Armor, Rüstungsschichten und die Wiederherstellung aller Subsysteme benötigen genaueste Genauigkeit. Pingligste Genauigkeit wahrscheinlich. Tragbare Schmieden kommen während der Expedition zum Vorteil. Zwerge transportieren sie in einer flachen Kapsel auf ihrem Rücken, auf dem Rücken ihrer Raumanzüge. Runensteine werden benötigt, um Energie von Energieerz in die Forge in die Schmiede zu leiten. Transportable Steine von kleiner Größe widerstehen dem Druck nicht und zersplittern oder zerbrechen. Deswegen nehmen die Sternjäger keine mit auf ihre Expeditionen. Und im Falle eines Zwischenfalls müssen sie sich in der Nähe umschauen. Glücklicherweise ist es ein sehr oft vorkommendes Mineral und es kann in einer großen Menge in den Höhlen des Sternursprungs gefunden werden. Sie werden alle Runensteine genannt, weil in ihnen ein heiliges Runensymbol eingeritzt ist. Okay. Wie benutze ich das Ding jetzt? Also ja, erstmal ist da hinten noch ein bisschen Erz, das ich erstmal einsacken kann. Ah. Characters. Layers of the Spacesuit Armor erhöhen den Schutz des Besitzers. Wenn ein Layer komplett zerstört ist, verschwindet sein Bonus. Um eine Schicht zu reparieren, brauchst du Energy Ore. Wenn sie total zerstört ist, brauchst du die Energy die Ore Quest. Die Subsysteme benötigen gewisse volloperationsfähige Armor Layers. Energieerz ist nötig, um den Gravitationsloop und den Defibrillator zu chargen. Die Lanterne und das Life Support System brauchen keinen Research. Tree of Perks, also wahrscheinlich das Level, das Rollenspiel levelmäßige. Dafür brauchen wir die verschiedenen Zwergensteine und ja. Gut, im Augenblick brauchen wir Energy Ore erst einmal, um. Sehen wir das überhaupt? Ach, da. Energy Ore. Und er lächelt ein bisschen, oder sieht das nur so aus? Er sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus für ein Zwerg. Ja, also erst einmal repariere ich den Layer und Gravity Loop. Ach so, falls ich ihn mal wieder in ein Loch beutle, dass er nicht vielleicht wieder drauf geht. Oh, das ist nett. Wenn wir vollen Layer haben. Ja, ich repariere jetzt erst einmal. Ah, ich muss doppelt draufklicken. Und aktiviere
das zweite Feld, dass wir besser vorankommen. Ja, und hier sind die Fähigkeiten. Biological Protection. Ah, schützt Einheiten im Force Field vor Gift und Säure. Ja, das verbessert das Force Field, dass Einheiten schneller angreifen können. Erhöhte Rüstung. Paralysiert Gegner im Force Field. Die Shotgun schießt schneller. Besseres First Aid. Friendly Fire. Achso, ich kann meine Leute im Friendly Fire mit der Salve treffen. Das ist schlecht. Und das hier ist Bombard, aber das ist nicht so wichtig. Also hauptsächlich nur Force Field. Und ein bisschen die Shotgun verbessern. Ah ja. Gut, das heißt, wir können hier raus. Und wir sollen jetzt einen Communication Crystal finden. Ja, wir haben die Wahl dafür. Gibt es eine Map? Eine Map gibt es, soweit ich weiß, nicht. Select die Jungs. Select all. Pause. Command all Dwarfs. Show Sensor. Command Stack. Character Screen. Jetzt verzieht sich das Ding wieder, wenn ich jetzt wieder hingehe. Save. Game saved, achso. Okay. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal in die Richtung hier. Anybody alive there? I repeat, anybody alive there? Okay, wir haben Kommunikation, aber it's time to move on now. Ja, eigentlich hätte ich noch gerne das, was hier rumliegt. Okay. Da sind zwei von der Sorte und da sind zwei von der Sorte. Und da liegt so ein Level-Up-Kristall. Okay, treffe ich ihn? Au. Nein. Ups. Und gestorben. Load last save. Von hier aus treffe ich gar nichts. So, da ist schon mal der weg. Au. Okay. So töte ich mich auch wieder nur selber. Ich weiß nicht, ich kann mich glaube ich nicht heilen, solange die Gegner in der Nähe sind. Nee, da lang geht's weiter, da lang will ich nicht. Ich kann die... Achso, ich kann nur einen loggen. Okay, ich kann mich heilen. Da muss ich erstmal die beiden loswerden. Da sind die beiden nämlich kein so großes Problem mehr. Und zwar, wenn ich sie mit Q runterbashe, genau.
dich weg. Dich kriege ich auch noch irgendwie weg. So, gut. Also ja, das meinte ich ein bisschen mit Kommandos-mäßig. Man muss halt wirklich taktisch vorgehen. Und ja, ist hier noch was? Nee. Hier wäre nur ein weiterer Weg. Gut. Dann gehen wir mal kurz zum Charaktermenü. Kann ich das auch hier? Ja, kann ich hier öffnen. Gut. Erstmal den wieder hoch reparieren. Achso, kann ich nicht. Ist noch ein bisschen doof gemacht. Also ja, die Entwickler sind noch daran, das Ding ein bisschen zu patchen. So, jetzt aber, oder? Ja, jetzt konnte ich reparieren. Und ich habe ein so ein Sternending, aber ich bräuchte zwei. Weil das hier oben rentiert sich noch nicht so wirklich. Ich habe ja noch keine anderen Leute in meinem Team gerade. Deswegen bewahre ich mir den einen Punkt mal auf. Schnapp mir hier den Communicator. Anybody alive there? It's time to move on now. Wir haben zwei neue Sachen. Technologie. Zwergen-Spacesuits. Mitglieder der interstellaren Expedition tragen Raumanzüge für Schutz gegen die feindliche Umgebung. Zusätzlich zur Rüstung sind Raumanzüge mit Lebens- und Erhaltungssystem ausgestattet. Manche Trupps der Sternjäger haben besondere, ich nenne es mal Gadgets, weil mir gerade das deutsche Wort für Devices, Vorrichtungen in ihrem Arsenal. Angetrieben von den Splittern von seltenen Sternen. Der Raumanzug hat 4 Schichten von Rüstung mit verschiedensten Parts und Subsystemen versteckt unter jeder Schicht. Wenn der Spacesuit beschädigt wurde, hören die Systeme auf zu funktionieren. Die Teile des... Ja, die verhindern, dass der Charakter beschädigt wird. Consumables. Zwergensteine. Die Zwerge sind in der Lage, ihre Spacesuits und ihr Equipment zu verbessern. Ein sehr seltenes Mineral ist dafür notwendig, um zusätzliche Einheiten und Ladungen für die Subsysteme zu erstellen. Sie werden Zwergensteine genannt, weil sie das härteste aller Materialien sind. Ja, Zwerge eben. Die Frames der Zwergenanzüge sind aus diesen Steinen gemacht. Es macht sie einzigartig und erlaubt selbst die Erholung von schlimmsten Beschädigungen oder Verletzungen. Jo. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 2, Captain Kirkbeard. Unser Forcer hat es geschafft, seinen Anzug wieder instand zu setzen, teilweise. Ist aber auf weitere feindliche Lebensformen gestoßen. Er meldet, dass die Höhlen Höhlen in seinem Sektor eine geringe Menge an Mineralien, an nützlichen Mineralien, beherbergen. Er versucht, so viele Mineralien wie möglich
zu bergen, um sein Vorankommen zu erleichtern. Er ist auf weitere feindliche Kreaturen gestoßen, die teilweise eine ziemliche Bedrohung für ihn sind, aber bis jetzt ist er doch mit heiler Haut davongekommen. Logbucheintrag Nummer 2, Ende.